Hallo ihr Lieben da draußen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute ein Follow Me Around. Gibt es heute ein Follow Me Around? Ich sehe etwas zerstört aus und nicht so toll, aber ich bin auch schon seit 5.30 Uhr wach. Ich war nämlich schon fleißig arbeiten. Oh, mein Arm wird schwer. Genau, und der Hund musste ja vorher raus. Auf jeden Fall fahre ich jetzt an den Stall gleich. Und zwar zur lieben Jenny, die kennt ihr bestimmt noch, mit dem Pony Merlin. Die sind jetzt an einem anderen Stall. Auf jeden Fall gehe ich die heute besuchen mit Karl und ich dachte, ich nehme euch dabei mit. Genau. Und jetzt warte ich auf meine Pizza im Ofen, weil ich habe nämlich mega Hunger. Gucke dabei YouTube-Videos und Karlchen freut sich, dass ich wieder da bin. Der musste nämlich gerade fast 6 Stunden alleine bleiben. Und das ist das erste Mal, dass er so lange alleine war. Oh. Ich muss die Kamera nachher irgendwie anders halten. Das ist ganz schön anstrengend so. Genau, auf jeden Fall warte ich auf meine Pizza, werde essen und dann geht's los an den Stall und ich nehme euch mit. Viel Spaß! Karlchen spackt hier mit seiner... Ja, du bist gemeint. Ja, du. Hallo. Karlchen spackt hier mit seiner Ratte ab. Yay. Das ist Carla. Carla ist von Ikea. Kann ich nur absolut empfehlen als Hundespielzeug. Allerdings hat Carla keinen Schwanz mehr und keine Ohren mehr. Aber ansonsten haben wir das Viech jetzt schon seit 6 Monaten. Und es ist noch ganz. Und es macht immer noch Spaß. Karlchen hat übrigens einen neuen Lieblingsplatz. Ich zeig's mal von weitem. Das ist so eine Autobox, die ist ihm eigentlich zu klein. Aber als Höhle scheint es gut genug zu sein. Meine Pizza ist fertig. Jetzt muss ich noch abkühlen. Ich bin derweil auf Big Bang Theory umgeswitcht. Bitte ignoriert das Chaos. Genau, auf jeden Fall werde ich die jetzt essen. Und dann habe ich noch ein bisschen Zeit, kann mich noch ein bisschen herrichten. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich fertig gegessen habe. Der Hund ist absolut motiviert. Oh, Entschuldigung, habe ich dich geweckt? Oh, wie kann man so süß sein? Wie kann man denn so süß sein? Hm? So, ich habe jetzt soweit alles zusammengepackt. Ich gucke mal, ich zeige euch mal kurz. Hier Rucksack, Leckerlis, Hundelab, Kamera, vorne ist Geldbeutel und Ladekabel drin. Der Hund sitzt hier schon bereit. Hallo. Wir haben ausnahmsweise mal wieder sein Geschirr an. Sein neues, ne? Ja, weil... Eigentlich gehen wir im Moment immer mit der Leine hier spazieren. Ist einfach ziemlich praktisch. Ja, genau. Aber da wir Bus fahren werden und so in fremdem Gelände unterwegs sind und so, da ist es mir mit Geschirr doch lieber. Oh, ich bin auch so müde, ne? Jetzt gehen wir gleich raus. Ja, wir gehen nämlich noch übers Feld, bevor wir zur Bushaltestelle gehen, damit der Herr sich noch ein bisschen bewegen kann. Und nochmal vor allem kurz Pipi machen kann. Genau, dann ziehe ich jetzt auch mal meine Schuhe an. Wahrscheinlich, aber falls es doch kühl wird, noch habe ich ja Platz im Rucksack. So, wir sind auf dem Feld angekommen. Hund hat auch schon gepinkelt. Ist irgendwie ziemlich warm. Ich habe meine Sonnenbrille vergessen. Naja. Sorry für das Gewackel, aber ich laufe hier auf dem Feld. Der Weg ist ziemlich uneben. Genau, wir laufen jetzt ganz gemütlich hier entlang. Wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit. Wir laufen jetzt direkt zur U-Bahn-Station. Müssen wir noch ein Ticket kaufen. Und dann holt uns die liebe Jenny an der U-Bahn-Station ab. Thank you.
Hast du eigentlich deine Haare gefärbt? Nein. Ist deine Natur? Alles an Farbe rauswachsen lassen. Ist deine Naturhaarfarbe? Ich bin die 20 Minuten nur im Schritt geritten, hab den Sattel runtergemacht. Das war nicht warm. Ja. Alles komplett zerfault. Hallo Hund, du darfst dich gerne umgucken gehen. Nun, Merlin, in dir steckt ein kleines Shetland-Pony. Ich werde aber trotzdem 10 Minuten in die Halle. Ja. Um erst mal wieder klarzustellen, wer hier was zu melden hat am Ende der Leine. Du nämlich nicht, lieber Merlin. Präge dir das ein. Du bist das andere Ende der Leine und du hast nichts zu sagen. Oh. Jennys Raucherei überfilmen wir. Jenny hat die Wäsche abgehängt, der blöden Pflanze neue Erde gegeben, das Blumen. Sowas hier bräuchte jeder Stall. Wobei das nach einmal Putzen bei Kilia im Frühling voll wäre. Ja, dabei geht es ja auch nicht um die Fitzelhärchen, sondern halt vor allem um Mähne und Schweif. Ja, und wahrscheinlich das Winterfell. Ja. Ja, ich meine, das willst du auch nicht, wenn du keine Ahnung das Zeug zum Düngen nimmst. Schmeißt auf dein Maisfeld und plötzlich trägt dein Maishaare. Also von hier ist es auf jeden Fall keine vorteilhafte Perspektive. Der Arsch sieht dicker aus als der Kopf. Also vom Pferd. Wie war das? Ein gutes Pferd muss den Arsch einer Köchin und den Kopf einer Gräfin haben. Aha. Und den Arsch einer Köchin haben wir definitiv. Karl ist auf Fliegenjagd. Lass es dir schmecken. Ich will mehr. Davon. Hat er die Scheuklappen schon immer? Ja. Auch als wir mal Kutsche fahren waren? Nein, da bin ich noch mit Grenze gefahren. Merlin macht Blödsinn. Ihm ist es egal. Wer erschreckt sich? Mein ja, Angsthase. Ja. Wie gestern, da haben wir die kleine Katze angebrüllt, weil das Fliegengitter am Fenster hochgeklettert ist, weil die große Katze stiften kann. Weil sie gesagt hat, oh Gott, da könnte ich ganz ärgern. Oh, schön, jetzt habe ich endlich wieder seinen Arsch. Das Coolste an dem Stall hier ist ja die Halle. Oh, wo seid ihr? Ah, da. Also selbst die Halle ist größer als der Platz in Harthausen. Oder wirkt auf jeden Fall, finde ich, sehr größer. Macht aber unheimliche Geräusche. Also ich finde es auf jeden Fall sehr angenehm, dass wir die Einzigen sind. Ich habe mir gestern nochmal als Vorbereitung auf heute das Kutschfahrvideo angeschaut. Und? Ja, wenn ich überlege, da sind wir nicht vom Hof gekommen, wenn ich nicht geführt hätte. Ja. Also ich meine, es war ja viel auch Prävention, bevor er sich irgendwie quasi groß wehrt. Einfach damit die Situation gar nicht erst entsteht.
Die Diskussion hatte ich aber am Dienstag. Eigentlich hättest du jetzt sagen müssen, es läuft immer so. Also es ist echt schon Welten, ein Unterschied um Welten. Wir haben nur ein bisschen diskutiert, wo genau wir langlaufen. Und in welchem Tempo und wie lange wir stehen bleiben. Okay. Und ob man dann aus Halten nicht auch ein bisschen Zeit mit Gänge machen könnte. Hätte er dann erstmal angeboten. Ich kann sogar Merlin filmen und gleichzeitig mich. Oh. Mhm. Hallo. Oh, es ist aber irgendwie ziemlich nah. Ich sehe eh kacke aus heute. Ich will die Wiese hochqualifizieren. Die hier? Ja. Hast du schon mal gemacht? Nein. Ich bin jetzt auf einmal hier rücken, weil da hinten so stark läuft, damit ich aus der Ostgeopark komme. Stimmt, hast du ja erzählt. Also starkes Laufen von Merlin hinten einfach ignorieren. Oh, es ist warm. Ja. Ja, töte ihn! Ja, wenn ich mir Pferd so angucke, ist Pferd fertig für heute. Ja, er war ja aber auch wirklich sehr brav. Ich habe gerade gedacht, du hast Sitz gesagt. Merlin, Sitz? Das wär's. So, und jetzt fahren wir Karl. Okay. Aber Karl kann auch so ein paar unnötige Kunststücke. Zum Beispiel? Mhm. Ich find's übrigens extrem warm. Ja, ich auch. Also ich finde es ein mega Unterschied. Aber nur runter. Das ist ein mega Unterschied, ob du im Schatten sitzt, weil da finde ich es voll angenehm. Oder hier in der Sonne. Ja, oder ob du die ganze Zeit im Kreis rennst. Ja gut, das ist nochmal was ganz anderes. Ja, genau. So, der Herr verschwitzt, wartet auf sein Futter. Und der hier hat gerade ganz tapfer Bekanntschaft mit dem Hofhund gemacht. Das ist ein großer Schäferhund gewesen. Heidi!
Ne, hast du ganz tapfer gemacht. Verdientes Futter. Merlin ist schon mal vorgegangen auf jeden Fall. Und ich soll jetzt ein Eselspektakel erleben, hat Jenny gesagt. Merlin, ernsthaft? Dann brauchen wir es einmal. Karl, komm mal her. Dann passiert gar nichts. Aber der Esel steht halt auch gerade nicht in Sichtweite. Okay. Merlin, komm, hier runter. Was ist denn heute los? Du musst mitgehen, Jenny. Na, noch hat der Esel den Merlin ja nicht gesehen. Das ist bestimmt erstmal wälzen. Joa, ne? Das sind links ist scheinbar die Haflinger-Gruppe. Sie ist ja farblich sortiert. Ich wollte gerade sagen. Da hinten nochmal. Hammer. Ja, hallo, Spektakel. Nee, bleibt auf. Wir sehen hier Merlin Nummer 2, 3, 4 und ein Esel. Merlin. Und Merlin, ja. Also, wenn man so auf den ersten Blick guckt, dann sehen die echt alle aus wie Merlin. Oh, ich muss meinem Job nachgehen. Oh, Entschuldigung. Ja, Koppel absammeln hält sich auch in Grenzen hier. So, wir sind wieder zu Hause angekommen. Ich habe jetzt auf der Heimfahrt nicht mehr gefilmt, weil in der U-Bahn recht viel los war. Ja, außerdem ist es ja eh nicht so spannend. Der Hund ist total platt, genauso wie ich. Ja, auf jeden Fall gehe ich jetzt duschen und dann bin ich echt platt für heute. Dann würde ich mich am liebsten schlafen legen, aber das lohnt sich eigentlich nicht mehr. Nee, wenn ich mich jetzt schlafen lege, dann kann ich auch direkt komplett schlafen gehen. Auf jeden Fall gehe ich jetzt duschen, ganz dringend. Und dann machen wir uns einen gemütlichen Abend. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.